Was hoch steigt, kann auch sehr tief fallen. Wir sehen derzeit sowohl den Strompreis als auch den Gaspreis im freien Fall. Gott sei Dank, muss man sagen, denn wenn das so weitergegangen wäre, wäre sowohl die deutsche oder europäische Industrie als auch die deutschen Konsumenten oder europäischen Konsumenten nicht mehr lange in der Lage, das durchzuhalten. Ich glaube, das kann man ganz klar sagen. Also ist das eine gute Nachricht, zumal wir heute die frischen Inflationsdaten aus der Eurozone gesehen haben, die ziemlich hoch waren und die EZB natürlich in eine desaströse Situation gebracht haben. Schauen wir uns zunächst mal an, wie es denn jetzt aussieht mit den Fahnenstangencharts. Sie wissen, ich hatte das, glaube ich, vorgestern in einem Video, warum Strompreis und Gaspreis fallen werden. Diese Fahnenstangencharts brechen immer in sich zusammen. Es ist ein Gesetz der Schwerkraft, könnte man sagen. Beim Strompreis passiert das, wie Andreas Steno Larsen, der heute bei Boom und Bust zu Gast sein wird, hier zeigt. Wir waren ja über 1000 Euro für die Megawattstunde Strom in Deutschland. Jetzt sind wir so 540, 550. Also wir haben uns fast halbiert und das innerhalb von, naja, 2 oder 3 Tagen. Da kann man, glaube ich, schon von einem Crash sprechen, also von einem ziemlich dramatischen Fall. Na klar, der Anstieg vorher, da war ja auch ziemlich saftig. Wir erinnern uns an Anstiege etwa bei Bitcoin im Jahr 2017 oder 2020, als die Fed ihre ultralaxe Geldpolitik mit anderen Notenbanken installiert hatte. Dann schießen solche Charts nach oben, aber irgendwann dominiert die Schwerkraft, bringt diese Fahnenstangencharts zum Kollabieren gewissermaßen. Das kann hier anders sein. Es ist noch ein vorläufiges Szenario, denn wir haben natürlich immer noch ein Angebotsproblem. Das kann man nicht wegdiskutieren. Aber zumindest jetzt mal Erleichterung. Schauen wir uns mal den Dutch TTF Gas Future an, also der maßgebliche europäische Kontrakt mit 237, auch wieder gut 10% schwächer als noch am Vortag. Vor wenigen Tagen, 2 oder 3 Tage ist es her, waren wir bei 340, also auch hier gut ein Drittel ist hier nach unten wieder ausgepreist worden. Das geht also sehr schnell. Diese Märkte sind, was die Future-Märkte betrifft, ziemlich illiquide. Wie gesagt, beim solchen TTF-Gas-Contract etwa September, da gehen vielleicht so 14.000, 15.000 Kontrakte, 20.000 vielleicht am Tag durch. Das ist, wenn man das mit anderen Märkten etwa in den USA vergleicht, bei den Future-Märkten etwa der EES, der sogenannte Mini-S&P Future, da haben wir locker das 50 bis 100-fache pro Tag. Also man sieht, das ist relativ illiquide. Und dann auch der Ölpreis, also nicht nur Strompreis, Gaspreis, auch der Ölpreis, der hat mal 9 Dollar in nur 26 Stunden verloren. Nachfrageängste sind es vor allem, die den Ölpreis hier nach unten treiben, weil man sich sagt, naja, die Wirtschaft, vor allem in Europa, wird in eine Rezession fallen. Die chinesische Wirtschaft sieht ja auch nicht so gut aus und dann wird auch die amerikanische Wirtschaft möglicherweise ein Problem bekommen. Aber was wir hier sehen, das ist schon signifikant, das sind signifikante Erleichterungen. Noch ist die Kuh nicht vom Eis, aber es ist auf jeden Fall nicht so schlecht, was da passiert. Denn überlegen wir uns mal, was wir hier gesehen haben noch vor der Corona-Krise. Da hatten wir die Situation, dass man hier das 16-fache jetzt bezahlt als vor der Corona-Krise, als wir jetzt bei 650 Euro Strompreis waren. Wir waren ja kurzfristig dann sogar über 1000, jetzt sind wir wieder unter 650, aber dennoch ver-16-facht, ver-20-facht. Das sind praktisch Zustände, die dazu führen, dass jemand, der etwa 250 Euro bezahlt hat, dann 4000 Euro im Monat bezahlt, wenn es jetzt keine Erleichterungen gibt. Klar, wir haben hier zum Beispiel die Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas, aber auf der anderen Seite haben wir die Gasumlage. Das ist wirklich krass, was wir hier sehen. Viele Firmen müssen aufgeben, kleine Geschäfte müssen aufgeben, weil es schlichtweg nicht mehr geht. Und je schneller der Preis hier fällt und je weniger Druck dadurch auch auf die Energieversorger gemacht wird, die dann diesen Druck ja weitergeben an die Konsumenten, umso besser ist diese Geschichte. Gazprom hat heute oder respektive gestern Abend einen Milliardengewinn gemeldet. 41,63 Milliarden Euro hat das Unternehmen verdient.
in den ersten 6 Monaten dieses Jahres wohlgemerkt. Das ist mehr als im gesamten letzten Jahr. Und natürlich profitiert man da von diesen massiv gestiegenen Gaspreisen. Gar keine Frage. Obwohl die Russen ja weniger Gas durch Nord Stream 1 schicken, steigen die Preise so horrend, dass das alles natürlich für Gazprom überhaupt kein Problem ist. Heute die Meldung, dass Ungarn jetzt mit Gazprom einen Vertrag geschlossen hat, sodass man hier nochmal extra Gas bekommt. Das ist natürlich für die EU ziemlich peinlich, wenn die Ungarn da wieder ausscheren und sich jetzt nochmal entspannt Gas sichern. Der Winter ist gesichert in Ungarn oder die Heizungen. Die Wärme ist gesichert in Ungarn. Das wird Uschi von der Leyen überhaupt nicht gefallen, kann man vermuten. Und auch Polen hat denn jetzt ein Problem, denn Russland hat ja sehr frühzeitig Polen den Gashahn abgedreht. Dann haben die Polen gesagt, ja okay, kein Problem, kriegen wir schon anders hin. Doch, da gibt es leichte Probleme bei diesen Alternativszenarien, die die Polen hier entworfen haben, sodass es sein kann, dass Deutschland dann von seinen Gasreserven den Polen etwas abgeben wird. Also es ist oder muss, es ist wirklich eine never-ending Story, die sich hier zeigt. Und auch in Frankreich ist es so, dass hier die französischen Behörden gemeldet haben, ja, also die Gasspeicher dürften in 2 Wochen komplett gefüllt sein. Dadurch müsste man durch einen normalen Winter kommen. Wenn der aber streng sein sollte, dann müsste man überlegen, ob man Gasrationierungen macht. Also ob vor allem Firmen, die Verbraucher sind ja geschützt, aber die Firmen möglicherweise weniger Gas bekommen. Also das ist alles noch ein sehr fragiler Zustand, gar keine Frage. Wir sehen hier etwa die verschiedenen Gasströme, die Russland schickt über die verschiedenen Pipelines, also Nord Stream 1, Turk Stream und so weiter und so fort. Also hier sehen wir, das ist massiv zurückgegangen. Jetzt ruht ja wieder der Durchfluss durch Gazprom 1 für 3 Tage, sagt Gazprom. Mal schauen, auf jeden Fall ist Putin wahrscheinlich daran interessiert, weiter Gas zu liefern. Er fackelt ja an der Grenze zu Finnland schon massiv Gas ab im Volumen von 10 Millionen Dollar pro Tag. Einfach weil er zu viel hat und dementsprechend eben jetzt weniger geliefert wird nach Europa, dann bleibt was übrig. Nach China kann man das Ganze nicht so schnell transferieren, weil es die Pipelines dafür nicht gibt. Es gibt nur eine Pipeline nach China. Also Asien kann Europa hier noch nicht ersetzen, weil die ganze Infrastruktur auf Europa ausgerichtet ist in der Gasinfrastruktur der Russen. Jetzt, apropos Russen, jetzt gibt es den offenkundigen Verdacht des Verfassungsschutzes, dass im Wirtschaftsministerium von Robert Habeck 2 Herrschaften sitzen, die unter Spionageverdacht stehen. Die haben also, so der Vorwurf, für Moskau spioniert und die Politik hintertrieben, die man hier seitens des Habeck-Ministeriums macht. Ja, vielleicht ist diese etwas seltsame Politik, so meinen ja manche, vielleicht die Folge dieser Spione, die haben dem vielleicht da komische Sachen erzählt und dann haben gesagt, oh gut, Atomkraftwerke braucht kein Mensch. Nein, wir haben ein Gasproblem, kein Stromproblem. Ne? Dann können wir ja zack aussteigen. Es wäre ja irre, wie Frau Baerbock gesagt hat, den Atomausstieg wieder zu revidieren. Inzwischen scheint man da anderer Meinung zu sein. Aber das jedenfalls berichtet hier die Zeit. Hochinteressant, wie diese Geschichte weitergeht. Und ja, es kommt zur rechten Zeit. Man kann nur hoffen, dass das weitergeht, dieser Crash der Energiepreise. Denn Verbraucherpreise Eurozone 9,1%. Erwartet 9,0%, also noch höher als erwartet, neues Allzeithoch. Und schauen Sie vor allem mal auf die Kernrate. Also das ist die Inflation minus Energie und Nahrung, also ohne Energie und Nahrung. Da sehen wir 4,3%, erwartet 4,0%. Es ist also nicht nur Energie, auch wenn Energie natürlich mit einem Anstieg von über 38% hier der Haupttreiber der Inflation ist. Und es ist auch nicht nur der Ukraine-Krieg, der hier diese Inflation so hat ausufern lassen, sondern die Inflation war vorher schon hoch, wird durch diesen Ukraine-Krieg nur noch weiter verschlimmert, eskaliert noch weiter, aber es ist eben nicht, wie viele sagen, eine Putinflation, sondern es ist eine
Infolge auch der Politik der Notenbanken, gar keine Frage. Die haben einfach extrem viel Geld gedruckt, dann die Inflation ignoriert, dann verharmlost und jetzt sind sie so ein bisschen umgeschwenkt. Hier sehen wir, dass die Realrenditen für deutsche Sparer tief negativ sind, nämlich bei minus 6,5%. Das heißt, wir alle verlieren, wenn wir praktisch unser Geld auf Sparbüchern haben oder auch als Cash haben, verlieren wir im Jahr mal eben 6,5%. Deswegen wollen natürlich dann die Arbeitnehmer höhere Löhne fordern, um das ein bisschen auszugleichen. Und all das bringt jetzt natürlich die Notenbanken in eine schwierige Lage, vor allem die EZB. Frau Schnabel hat kürzlich in Jackson Hole gesagt, also das Vertrauen in die Fiat-Währungen, also in unser Papiergeld, das sei gefährdet. Das müsse man jetzt durch entschiedenes Handeln wiederherstellen oder sicherstellen. Das lässt schon tief blicken, wie ich meine. Und kein Wunder, Hans-Werner Sinn hat es auf den Punkt gebracht, wenn ich seit der Lehman-Krise 2008 die Geldmenge versechsfache, dann habe ich irgendwann ein Ungleichgewicht zwischen Geld und Waren, vor allem dann, wenn eben durch Corona und Ukraine-Krieg sich das Warenangebot eben verknappt. Jetzt rächt sich der geldpolitische Schlendrian der letzten Jahre. Und die Balletttänzerin mit dem Namen Christine Lagarde, die ist ja erstaunlich abgetaucht in letzter Zeit, war nicht in Jackson Hole. Jetzt gibt es neue Meldungen über einen massiven Anstieg der französischen Staatsverschuldung. Kein Wunder, die Franzosen deckeln ja den Strompreis. Das heißt, die französische Regierung hat das ja beschlossen. Die Franzosen sparen dadurch nicht wirklich Energie, müssen sie ja auch nicht. Auf der anderen Seite gibt es dann für die Produzenten von Energie eigentlich keinen Anreiz zu produzieren, weil das teilweise ein reines Verlustgeschäft ist, wodurch wiederum Frankreich dann seinen Energiekonzern verstaatlicht hat komplett. Und Frau Lagarde natürlich jetzt ein bisschen peinlich reinschaut angesichts der massiv gestiegenen Verschuldung, wenn man dann die Zinsen anhebt, dann tut das weh den Franzosen, dem französischen Staatshaushalt, zumal die Franzosen ja insgesamt die verschuldetste Nation sind, wenn man alles zusammenrechnet, Staatsverschuldung, Haushaltsverschuldung und Unternehmensverschuldung. Ja, und die deutsche Bundesbank hier, Nagel, fordert einen kräftigen EZB-Zinsschritt. Die Märkte preisen im Grunde schon einen 0,75% Schritt jetzt nächste Woche ein bei der nächsten EZB-Sitzung. Auch die Fed gibt weiter Gas. Hier hat Mester gesagt, wir werden die Inflation Richtung 2% bringen, auch wenn das eine Rezession auslöst. Also das zeigt, man ist hier entschlossen, diese Inflation zu bekämpfen. Koste es, was es wolle, man hat wohl keine Alternative mehr dazu. Das ist das große Thema. Und wir haben jetzt heute ja ADP-Daten gesehen, die waren relativ schwach. Vor allem kleine Firmen haben Stellen verloren, aber auffällig ist da in Sachen Lohnpreisspirale zum Beispiel in den USA, die ja auch in Europa jetzt droht, dass diejenigen, die in ihrem Job bleiben, deren Löhne sind um 7,6% gestiegen, während diejenigen, die ihren Job gewechselt haben, sind um 16,1% gestiegen. Das heißt, es lohnt sich, den Job zu wechseln, weil die Arbeitnehmer händeringend nach Arbeitskräften suchen in den USA. Dementsprechend die Gefahr einer Lohnpreisspirale eben sehr, sehr groß ist. Jetzt die Frage, was tun hier in Deutschland? Katharine Neiss, Chief European Economist bei PGIM Fixed Income, fordert, wir brauchen einen Marshallplan, investieren, will sie. Also haut die Kohle raus, jetzt müssen wir großflächig Investitionen tätigen. Ein Artikel, den ich Ihnen unter dem Video verlinken. Was halten Sie davon? Was wird das in Sachen Inflation vor allem bedeuten? Und zweite Empfehlung, großartiger Artikel, wie ich finde. China-Satellitenbilder zeigen, wie schlecht es um die Wirtschaft im Reich der Mitte steht. Das sind absolut fälschungssichere Daten. Da wird geguckt, wie schaut es mit dem LKW-Verkehr aus und. Faszinierend, was da zu erkennen ist, nämlich, dass die Chinesen nicht so ganz mit der Wahrheit rausrücken, wie sehr vor allem die Corona-Politik von Xi Jinping die Wirtschaft hier unter Druck gebracht hat. Zweiter Artikel, den ich verlinke. Und drittens, der Verweis auf Boom und Bust heute 19 Uhr mit Andreas Steno Larsen, ehemaliger Chief Strategist bei Nordea, jetzt Senior Editor bei Real Vision, faszinierende Gestalt, der wirklich viel über diese Thematik Energiekrise, Inflation, Notenbanken, Aktienmärkte zu erzählen hat. Ich habe hier den provokanten Titel gewählt, Energiekrise, sind die Deutschen verrückt? Die Antwort ist kurz gesagt, ja, das sind sie. Den Link da runter werde ich Ihnen, oder ich werde Ihnen unter dem Video den Link zu diesem Live
zu diesem Interview verlinken, so muss es heißen. 19 Uhr, ab 19 Uhr geht's los, der Link unter dem Video. Also drei Links, zwei Artikel und der Live-Link zu Boom und Bust. Jetzt sage ich Servus und Ciao.